Herren, die zionistischen Machthaber sind noch krimineller als die Nazi-Verbrecher Goebbels. Das kann ja gar nicht sein, dass die ganze Welt diese sogenannten Staat Israel verwöhnt. Sie können und lassen und erlauben sich alles zu machen, egal was, egal wo, egal wie, auch niemals verstehen. Wie konnte ein UN dazu bringen, einen Wahl, eine Abstimmung über ein Land, das oder welches wird geteilt mit anderen Volk, der gar nicht das Recht hat, einfach da zu sein. Aber dann, was machen die sie mit Essen überhaupt in Palästina? Was haben die gesagt zu suchen? Die gesamte arabische Führer, die sind auch unter der Macht von den Israelis. Die arbeiten nur für die, nicht für ihre eigene Volk. Hoppa, darfst du nicht mal deine Meinung sagen, weil sie einfach so viel Macht haben, auch über die internationale Gerichte und über die UN selber. Free Palestine! Free Palestine! Journalisten-Mörder-Israel! Journalisten-Mörder-Israel! Frauen-Mörder-Israel! Frauen-Mörder-Israel! 70 Jahre lang faschistischen Besatzung. Auch der antijüdische Rassismus ist selbstverständlich ein Verbrechen. Aber der Missbrauch der Opfer des Nazi-Barbarei zu missbrauchen, um den kolonialen Genozid an unser Volk zu begehen, das ist der Gipfel der Barbarei. Und die zionistischen Machthaber sind noch krimineller als die Nazi-Verbrecher Goebbels. Unser Volk wird seinen Kampf fortsetzen, bis der letzte faschistische Besatzer aus unserem Land entfernt wird.